Einen wunderprächtigen guten Morgen. Weiter geht's hier in Russian Fishing 4. Heute nochmal kreuz und quer mit dem Spinning. Und wo schaut man sich das Spinning am besten an? Ja, am Koori. Also ihr Lieben, legen wir los. Heute nochmal rein in das Thema Spinning. Immer wieder die ganzen Fragen zum Spinning. Mit welchem Köder? Und was mache ich denn dann mit dem Köder? Und was mache ich mit dem Blinker? Und was mache ich mit dem Spinner? Und was sollen die ollen Gummifische? Und was ist überhaupt Jerken, Alden? Und ja, fehlt eigentlich nur noch Fliegenfischen, ne? Ja, aber das ganze Spinning-Thema ist tatsächlich komplex. Und ich würde sagen, wir schauen uns gleich einfach mal Stück für Stück die verschiedenen Spinning-Methoden an. Ganz normal quasi angefangen vom Spinner. Ich denke, das ist auch mit das Simpelste. Dann gehen wir zum Blinker. Dann nehmen wir die Jig-Montage, beziehungsweise dann gehen wir hier auch nochmal in Richtung der Dropshot Texas Rig, Carolina Rig. Also diese Richtung machen wir dann noch mit rein. Und ich würde sagen, dann schauen wir auch nochmal kurz ins Wacky-Rig und ins Jerken, beziehungsweise auch nochmal ins Topwatern. Alter Faller, wir haben viel zu tun. Also packen wir es an. Spinning. Komplexes Ding und das Spannende beim Spinning, man hat einfach die Möglichkeit mit unterschiedlichsten Ködern, mit viel Action vor allem auch zu angeln. Das ist einfach das Geile beim Spinning, mit unterschiedlichen Ködern, ja, das ist ein bisschen der Wermutstropfen beim Spinning. Oder beim Kunstköderangeln, wenn man hier mal auf die Kunstköder schaut und hier allein mal nur ins Inventar der Kunstköder so reinschaut. Es sind halt wahnsinnig viele und es sind bei weitem natürlich noch nicht alle, die ich jetzt dabei habe. Und dazu kommt, wenn man sich jetzt hier diese Köder anschaut, man hat ja nicht nur den Kaufpreis von so einem Kunstköder, sondern dazu kommen dann auch nochmal dreimal dicke, fette Puschelhaken oder zumindest verbesserte Haken, wenn es nicht zwingend so ein Puschelhaken ist. Das heißt, man hat für den Köder schon mal vielleicht so um die 50 Silber und dann hat man nochmal mindestens 30, 40 Silber für so einen Premium-Haken. Das läppert sich halt ordentlich zusammen. Von daher muss man halt immer zusehen, dass wenn man schon mit so einem Premium-Gerät dann unterwegs ist, dass das nicht irgendwie abreißt, dass einem die Schnur nicht leer gezogen wird, dann wird es halt richtig teuer, ne? Also, diese ganzen Köder oder auch hier die ganzen Jerks bis hin zu den selbstgebastelten, die dann auch mit dabei sind. Und hier die ganzen Gummifischchen, die verschiedensten Arten, mal groß, mal klein, mal ein bisschen länglich und dünn und so weiter, ein paar dicke, auch für die Welse und so. Also, da gehen wir gleich durch. Dann gibt es hier noch die ganzen verschiedenen wurmartigen Gummis für Wacky-Angeln. Und ja, das schauen wir uns jetzt einfach mal im Detail an. Es wird gerade dunkel hier am Koori. Von daher warten wir einfach, bis der nächste Tag ist. Und dann gehen wir jetzt hier gleich ans Spinning. Warum genau dieses Gewässer? Weil man hier richtig schön ins Wasser noch reinschauen kann. Man sieht hier bis auf den Grund und dementsprechend kann man dann eben auch die Köder schön sehen, wie die halt im Wasser reagieren, aber eben auch sehen, wie die dann im Wasser auch mal runtergehen. Und was die im Wasser halt für eine Aktion machen. Da müssen wir halt jetzt gleich ein bisschen gucken, dass wir da nochmal, da sieht man ihn gerade ein bisschen runtergehen. Da müssen wir halt gucken, dass wir gleich so ein bisschen Sonne noch hier haben. Und dann können wir auch schön ins Wasser reingucken und gucken, was die Köder so machen.
So, ihr Lieben, sehr, sehr gut. Die Sonne geht gerade auf hier wieder über den Koori. Es ist relativ kühl. Wir haben noch ein bisschen Nebel hier über dem See. Aber das macht jetzt für den Anfang nichts. Ich glaube, die ersten Methoden sind ja auch eigentlich alle recht selbsterklärend. Und bei der ersten Methode gehen wir natürlich hier auf die Kunstköder. Dann nehmen wir eine passende Schnur. Einfach hier mal. Und einen Spinner. Nehmen wir einfach mal hier einen von den Snowflakes in grün. Und haben jetzt hier die klassische Spinning-Montage, so wie man sie auch hervorragend am Belaya zum Beispiel verwendet. Wir können auch mal einfach in die Richtung werfen. Und beim Spinning gibt es eben die verschiedensten Möglichkeiten, den Spinner jetzt quasi zu führen. Eine Möglichkeit ist es, dass man sagt, okay, ich ziehe einfach konstant durch. Einfach eine Geschwindigkeit nehmen, konstant locker durchziehen und gut ist. Je nachdem, ob es ein Gewässer ist mit einer Strömung, da muss man halt mal gucken, zieht man mit der Strömung vielleicht ein bisschen schneller oder gegen die Strömung vielleicht sogar mal ein bisschen langsamer. Also das einfach ausprobieren. Das gehört halt zum Spinning dazu. Das ist nicht einfach Schema F, wie mit dem ollen Klippen beim Karpfenangeln. Es müssen genau 11,5 Meter sein, dann fängst du den Karpfen. Hier muss man halt ausprobieren, hier muss man halt ein bisschen testen. Und wenn es bei dem einen Wurf nicht funktioniert hat, dann macht man vielleicht maximal noch einen zweiten und einen dritten. Und dann muss man aber mal wieder was ändern. Weil so, immer wenn man nichts fängt, muss man halt was ändern. Man hatte eben nur diese eine Route hier draußen, den einen Köder draußen. Und wenn das normale Durchziehen, in dem Fall jetzt hier auf Einholgeschwindigkeit 16, nicht wirkt, dann werfen wir einfach nochmal neu raus. Zack, machen mal Einholgeschwindigkeit, keine Ahnung, machen wir mal eine 30 und ziehen das ganze Ding einfach mal ein bisschen schneller durch. Dann ist natürlich auch Licht und Schatten und Wetter immer natürlich abhängig und Temperatur, auch da ist es immer ein Unterschied. Mal klappt es bei kühleren Temperaturen besser, wenn man schneller einkurbelt, mal klappt es halt langsamer besser und so weiter oder morgens und abends. Also diese Sachen da ein bisschen drauf achten und da halt immer so ein bisschen mit rumspielen. Dann kann man natürlich auch etwas machen, dass man sagt, okay, man kurbelt eine Weile, 5, 6, 7, 8 Umdrehungen und dann macht man einfach mal Stopp, lässt ihn so ein bisschen absinken und dann kurbelt man weiter. Ganz wichtig jetzt hier, aber auch für das gesamte weitere Video, immer versuchen, oben so ein bisschen diesen Köder im Blick zu behalten und die Schnur im Blick behalten. Wie verhält sich die Schnur? Ich achte beim Spinning hauptsächlich darauf, was macht die Schnur. Das wird auch später dann nochmal wichtig, auch bei den anderen Führungsmethoden. Wie bewegt sich die Schnur? Also das kann man halt machen, Stop and Go so ein bisschen. Oder man wirft einfach nochmal aus. Das mache ich in der Regel, wenn ich ein bisschen langsamer einkurbel. Machen wir hier so eine 17. Einkurbeln. Auch da 5, 6, 7 mal drehen. Und dann Shift drücken. Und schon steht hier unten schnelles Einkurbeln. Und sobald das weg ist, dann auch Shift wieder aufhören. Wieder 5, 6 mal drehen. Dann wieder Shift drücken. Zack, dann steht da wieder schnelles Einkurbeln. Das steht dafür 2 Sekunden ungefähr, 3 vielleicht. Und dann aufhören. Kurz bevor die Schnur zu kurz wird, ich hole das jetzt mal so rein. Ja, also in dem Fall jetzt, ich habe jetzt mal ganz hoch gezogen. Vielleicht noch 2-3 Mal kurbeln. Aber kurz bevor die Schnur zu kurz wird, lasse ich den Köder auch nochmal gerne, gerade hier, wenn es relativ tief ist, einfach nochmal absinken. Warte noch ein bisschen. Weil so auf den Stückchen Schnur, wenn so wenig draußen ist, kommt selten dann nochmal einer angeschossen. Sondern eher, wenn das halt noch so ein bisschen weiter ist. So beim letzten Meter ist halt in der Regel, da tut sich halt nichts. Auch beim Hechtangeln später, da tut sich halt nichts.
wenn ihr sagt, okay, ich warte nochmal, ob da vielleicht noch was angeschossen kommt, also dieses kurz vorm Rausziehen des Köders, vielleicht doch nochmal eben warten, dann so ungefähr die Rutenlänge, die als Schnur im Wasser, so jetzt ungefähr diese Länge dann nochmal abwarten. Wie gesagt, dann nicht irgendwie, wenn ihr schon so weit gekurbelt habt wie hier jetzt, ich hole mal ran, das ist schon, ja, schon weniger als die Rutenlänge. Aber wenn das so wenig ist, dann beißt er in der Regel eh kaum noch was. Dann sind das nur noch zweimal kurbeln, dann ist das ganz eingefahren, dann geht da irgendwie nichts. Also wie gesagt, beim Spinning, die verschiedenen Methoden oder die verschiedenen Einholgeschwindigkeiten einfach im Blick behalten. Es gibt auch immer wieder diese Idee, dass man diese Action Bar hier unten im Blick behält und diesen kleinen Strich. Jetzt ist er zum Beispiel da, jetzt wiggelt er und spinnt die ganze Zeit. Das muss nicht zwingend immer drinne sein. Es ist für mich in den letzten Monaten auch immer wieder so ein bisschen so ein Anhaltspunkt gewesen, dass auf der Geschwindigkeit der Spinner ganz gut funktioniert. Allerdings sind manche Werte manchmal einfach wichtiger. Das heißt, manchmal ist es einfach wichtiger, dass der Köder deutlich langsamer durchgezogen wird, weil halt das Wetter gerade entsprechend ist. Das heißt, wenn man dann trotz, dass der Köder halt nicht ideal spinnt, wenn man halt langsam gerade was fängt, dann ist das halt entscheidender. Also es kann halt, wie gesagt, auch, man kann eben auch was fangen, wenn das da unten nicht gerade wiggelt. Trotz allem versuche ich das bei den Ködern in meiner Testreihenfolge auf jeden Fall mit drin zu haben. Das heißt, langsames Einkurbeln, schnelles Einkurbeln, genau auf diesen Spin, dann reinkurbeln, zwischendurch mal anhalten oder auswerfen, den Köder absinken lassen und dann erst einkurbeln, dass er quasi von der Tiefe, man sieht es dann wieder an der Schnur auch, ne? Das heißt, man wirft aus, die Schnur geht runter und dann kurbelt man hoch und jetzt sieht man schon, die Schnur geht langsam wieder zack nach oben. Oh, sehr schön. Seewahn. Miniatur-Seewahn. Sehr schön. Also all diese Methoden ausprobieren oder eben dann auch das krasse Gegenteil. Das heißt, Köder trifft auf und sofort einkurbeln, dem Köder gar nicht die Chance lassen, runterzugehen. Auch das sind halt so Möglichkeiten. Und das sind so die wichtigsten Spinning-Möglichkeiten, da den Spinner unterschiedlich zu führen. Neben den unterschiedlichen Farben. Das heißt, jetzt sagen wir mal, die Farbe Grün einmal durchgemacht, dann war jetzt nicht ganz so erfolgreich, alles klar, nächste Farbe. Dann geht es halt wieder los, irgendwie eine langsame Einholgeschwindigkeit. Für mich, ich habe mir irgendwann mal so die 17 irgendwie und dann die 27 irgendwie so als so ein bisschen schneller und dann habe ich irgendwann mal so die 35, 36, 37, so in dem Bereich. Das sind so für mich so grob diese drei Geschwindigkeiten. So, das heißt, ich werfe aus, zack, nächste Farbe, teste das erstmal relativ langsam. Vor allem dann auch erstmal wieder einmal normal durchziehen, dann durchziehen und absinken lassen. Da sieht man ihn schön glitzern jetzt gerade hier so ein bisschen in der Sonne, den Köder, wie der dann so runterfällt. Oder dann auch mal kurbeln und dann wieder mit diesem schnellen Einholen kurbeln. 5, 6 Umdrehungen sind das. Dann mit Shift. Dann kommt hier schnelles Einkurbeln. Dann natürlich, wie gesagt, rauswerfen, absinken lassen erstmal. An manchen Gewässern ist selbst dieses Absinken schon ein Auslöser für einen Biss. Das heißt, es fällt was rein, auch mit anderen Ködern. Mit einem Blinker zum Beispiel kann das gut passieren. Das machen wir dann jetzt gleich mit dem Blinker auch nochmal. Und ja, dann natürlich auch die verschiedenen Geschwindigkeiten. In der Regel werfe ich hier maximal aus beim Spinning, weil man eben die... Zack, da geht auch noch einer relativ dick rein. Oha. Weil man halt beim Spinning
die maximale Zeit den Köder im Wasser haben will. Ich hoffe nicht, dass es jetzt ein Hecht ist. Dann wäre das ein bisschen schade um den Köder. Aber noch ist der Weihnachtsmarkt ja da. Könnte ich mir direkt nachkaufen. Den kleinen goldenen Snowflake. Aber so wie der nach unten schießt in die Tiefe. Ah, muss hier nichts heißen. Noch mal ein bisschen höher. Auf dem kleinen goldenen rasselt der hier rein. Ey. Übrigens hier beim Einstellen der Bremse immer, ne? Ich war mir jetzt gerade nicht so ganz sicher, wie hoch war ich eingestellt. Erstmal nach unten, damit man die Bremsanzeige hier wieder bekommt. Oh mein, wie war die Bremse jetzt eingestellt? Wenn ich jetzt noch einen höher mache, reißt er mir durch. Erstmal einen runter, 22, alles klar. Dann kann ich jetzt nochmal wieder einen höher. Und können wir nochmal einen höher. So. Sind wir im roten Bereich. Gehen wir noch einen höher. Jawohl. Und da sehen wir den Brocken auch schon. Da kommt er an. Schön. Nochmal eine schöne Seewarnforelle. Tatsächlich, ey. Grandioses Gerät, ey. Nochmal eine Seewarn. Ich bin schon ganz, ganz überrascht. Müssen wir uns mal schon mal merken. Auf den Snowflakes. Top-Köder. Top-Fisch. Ja, das so zum Großen und Ganzen zum Spinning. Das sind so die wichtigsten Unterschiede. Je nach Spinner natürlich die Geschwindigkeiten einfach anpassen. Wie wenn jetzt hier bei diesem Spinner, bei dem Snowflake gerade, dieses Wiggeln unten im Balken bei einer 25 jetzt so ungefähr auf, und das kommt dazu, auf dieser Route mit dieser Rolle. Das heißt, es hilft nichts, wenn euch der Angelkollege sagt, Alden, ich angel hier immer mit einer 30. Das hilft einfach nichts. Es hilft überhaupt nichts, wenn ihr nicht exakt das gleiche Setup habt. Und das ist dann halt der Punkt. Es geht nicht darum, dass man sagt, ja, ich bin hier immer mit einer 30 erfolgreich. Oder am Belaya bin ich immer mit einer 25 erfolgreich. Oder 15 ist das Geilste. Je nach Rolle, je nach Setup verändert sich das massiv. Und dementsprechend selber ausprobieren. Nehmt euch verschiedene Geschwindigkeiten vor, testet die durch. Und nehmt das auch oder behaltet das auch für die verschiedenen Arten von Spinnern dann im Kopf. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Spiker nehme, der Spiker auch deutlich schwerer. Der funktioniert eben jetzt hier. Jetzt machen wir ein bisschen schneller. So. Da tut sich jetzt hier unten nichts. Die Spiker sind bei mir eher hier, ja, 35, 36. Guck mal hier. Beim stehenden Gewässer tut sich gar nichts mehr, Alter. Komplett kaputt. Am Belaya sind die Spiker bei mir bei einer Einholgeschwindigkeit. Ja, um die 30 herum, 35, da fangen die an zu wickeln. Hier tut sich irgendwie gar nichts. Keine Ahnung, ob das jetzt gerade an dem Winkel liegt, dass ich hier so weiter oben stehe. Sind halt verschiedenste. Okay, ich mache erstmal direkt mal testen hier. ja, mal tiefer hin. Tut sich gar nichts hier. Krass. Ganz, ganz krass. Aber da seht ihr es mal. Aber irgendwie dreht er sich auch nicht. Vielleicht ist er auch kaputt. Ja. Ja, auf solche Sachen muss man halt achten. Ich hatte letztens sogar gesehen, dass die mit Vorfach oder ohne Vorfach sich auch wieder anders bewegen. Da war ich dann schon sehr überrascht und habe mir gedacht, kann das denn überhaupt sein? Und ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig. Nee, bei dem tut sich gerade nichts hier an dem Gewässer. Shitty Goal, wir haben ja den Snowflake. Der hat zumindest jetzt schon mal die Seewarn gebracht, die ordentlich Kohle bringt. Ich würde sagen, wir gehen vom Spinning, was ja eigentlich wirklich das Simpelste ist und damit quasi auch den Anfang macht beim Spinnfischen, gehen wir dann weiter zum Blinkern. Und packen jetzt hier die Ultralight-Light-Route weg
Und gehen mal, welche Route haben wir denn noch mit dem Blinker? Ich könnte auch einfach hier jetzt, ich habe ja noch eine Medium Light Route. Genau, nehmen wir einfach mal die Medium Light Route. Die ist jetzt hier so ein bisschen dicker ausgerüstet, ein bisschen dicker unterwegs. Und da hauen wir jetzt einfach mal einen Blinker drauf. Klassische Blinker für den Anfang sind hier die gesamten Hunter 1, die gesamte Hunter 1 Serie mit einem Gewicht um die 25, 26 Gramm, je nachdem welcher Haken drauf ist. Lohnt sich immer, zählt quasi mit zu den wichtigsten Standardblinkern. Gerne das Gerät auch hier nochmal mit einem Puschelhaken verwenden, speziell wenn man hier am Kuori angelt. Und ich versuche es jetzt hier allerdings mal auf kleinere Hechte. Mal gucken, ob das hier klappt, dass sie nicht zu groß sind. Mit dem Oppala, viel zu schwer. Okay, wir versuchen das nicht mit dem. Wir versuchen das mit der anderen Route. Wir gehen hier mit der Vexila dran. Die können wir gleich nochmal umbauen. Und dann machen wir mit dem, die Medium Light verwenden wir dann gleich. Ich mache nochmal ein Stahlvorfach dran. Medium Light verwenden wir dann gleich mit den Topwater. So, Hunter 1. Zack, auf einer deutlich dickeren Route jetzt hier. Und beim Hunter, beziehungsweise bei den Spinnern, geht es dann halt auch wieder los. Verschiedene Geschwindigkeiten, verschiedene wetterbedingte Einflüsse und was nicht alles. Das ist halt immer beim Spinfischen zu beachten und immer ein bisschen drauf achten, wann fange ich was. Und dann auch hier ungefähr dahin halt auswerfen. Also die Spinner natürlich richtig schwer. Man hat ein ordentliches Stückchen Metall da vorne dran. Das heißt, wenn ich hier volles mit auswerfe, fliegt das Gerät natürlich auch dementsprechend weit. Ach, da kommt sogar schon was an. Im Augenwinkel schon gesehen. Scheint direkt fängig zu sein. Sehr gut. Das sogar bei dem ganz schnellen Einkurbeln jetzt. Also, Hecht. Hecht und andere aggressive Fische. Blinker, wie gesagt, der deutlich größere Köder. Auch hier verschiedene Geschwindigkeiten. Beim Blinker einholen, auch da achte ich darauf, wo tut sich was unten an diesem Actionbalken, wo wiggelt der, wo hat dieser Blinker die meiste Aktion im Wasser. Und auch da teste ich zwischendurch mal einfach nur einkurbeln, wobei das beim Blinker relativ selten funktioniert. Was deutlich besser funktioniert, sind beim Blinker auf der gleichen Geschwindigkeit einkurbeln, stopp, weiterkurbeln. Ach, da geht's schon los. Immer wieder den Blinker quasi runterfallen lassen. Und da gibt es dann sogar noch zwei Möglichkeiten vom Runterfallen lassen. Ich gucke mal, ob wir das jetzt hier vorne im Nahbereich irgendwie hinkriegen, dass man das sieht. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass der Blinker, gucken wir mal jetzt hier oben, kommt er gleich an, dass der Blinker quasi, da ist er, dass er so runter sinkt. Haben wir nicht einen, der ein bisschen mehr Farbe hat? So ein kunterbunten hier. Auch nicht viel besser. Einen, der halt runter sinkt. Es gibt doch hier diese riesengroßen. Hoffentlich sind die nicht zu schwer. Ey. Hier, sowas. Das ist auch nicht so riesig. Egal. Aber ich glaube, der ist schön silbrig. Also, runter sinken lassen. Dann weiter. Man sieht es einfach überhaupt nicht, oder? Sieht man das? Man sieht das auch überhaupt nicht. Verdorrig. Hier kommen wir jetzt zu den Großen. Die haben auch ein Gewicht, alter Falter. 41 Gramm, nehmen wir mal den hier. Doch, der müsste doch gehen. Schön silbrig. Minimal, oder?
Minimal. Minimal zu sehen, ey. Ja, hilft alles nichts. Da müssen wir jetzt durch. Wenn keine Sonne da ist, ist keine Sonne da. Auch nochmal ein bisschen größer, vielleicht ein bisschen mit Farbe. Wie gesagt, also einmal das runter sinken lassen. Und dann geht es halt weiter. Dann gibt es die Möglichkeit, den runter sinken lassen bis zum Grund. Das machen wir aber extra. Also runter sinken lassen, nicht bis zum Grund. Das heißt, man kurbelt, macht einen kurzen Stopp, kurbelt weiter, macht wieder einen kurzen Stopp, kurbelt weiter, wieder einen kurzen Stopp und so weiter. Wir machen das gleich mal auch auf Entfernung, dann kommt dann da auch die Führung richtig zustande. Andere Möglichkeit ist, man kurbelt, zieht und dann lässt man richtig locker. Das heißt, in dem Moment, wo man dann richtig locker lässt, sinkt der Köder nicht langsam runter, sondern wird gezogen und stürzt regelrecht runter. Ganz anderer Lockeffekt nochmal. Jetzt beißt sie tatsächlich was dran. Barsch, Alter, oder? Pah! Barsch. Unnormales Viech. Also tatsächlich ganz anderes Lockverhalten, wenn der Köder runterstürzt. Macht immer wieder Bock, gerade da, wo er lange runterstürzen kann. Das heißt, an diesem Gewässer natürlich hier 10er, 15 Meter Loch an den Löchern. Kann man tatsächlich auch mit dem Boot machen, wenn man links und rechts jeweils, schon wieder was dran, wenn man links und rechts jeweils einen Blinker dran hat am Boot und man schleppt, einfach schön durchschleppen, wenn man so überm tiefen Loch ist oder ein bisschen knapp dran vorbei, weil die Routen sind ja weiter hinten, dann einfach mal kurz mit Vollgas Rückwärtsgang machen. Und sofort lassen die Schnüre richtig locker, die Köder stürzen beide links und rechts runter und ein bisschen abwarten, das kann schon mal direkt einen Biss auslösen. Aber dann, wie gesagt, so normal jetzt hier beim Durchziehen, absinken lassen. Ich gehe gleich nochmal auf den Hunter, wobei, guck mal, da kommt schon wieder was. Wieder ein Hecht. Zack. Auf die, guck mal hier, die Handgemachten. Die Handgemachten. Da werden wir ja schön mit dem kleinen Account demnächst nochmal reingehen. Bin ich ja auch sehr gespannt. Zack, schon wieder einer. Relativ langsam. Scheint gerade sehr gut zu gehen hier. Guter Köder für Hecht. Leckt mich fett, Alter. Die Blinker. Genau. Absinken lassen. Und weiterziehen. Kurbel, 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 Kurbel. Absinken lassen. Kurbel, 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 Kurbel. Absinken lassen. Auch hier das gleiche Spielchen. Nicht zu weit einkurbeln. Da kam noch einmal einer ran, jawohl. Also nicht zu weit einkurbeln. Und dann hier so auf dem letzten Meter dann hoffen, dass da nochmal irgendwie was reingeht. Gleich geht noch was rein, safe. Das ist halt dann irgendwie, also wenn es so knapp ist, dann eher, dann halt wirklich vorher warten. Eine Umdrehung, zwei Umdrehungen weniger machen, dass da was reingeht. Wenn das so knapp ist, ist das nicht so sinnig. Ja, also das ist das eine, Führung mit Zwischenstopp. Gehen wir mal hier jetzt so auf so eine 27, relativ schnell, damit das auch gut funktioniert. Zack, kurz stoppen, weiter. 2, 3, 4, 5, Stopp. Da, Stop-and-Go-Führung. So heißt das beim... Zack, geht sogar einer rein. Ich war jetzt kurz davor, wieder anzuhalten. Geiler Barsch, Alter. Ui. 12 Gramm unter Trophy. Aber das ist dann dieses Stop-and-Go. Geht besser bei einer etwas schnelleren Geschwindigkeit. Weil der Köder dann auch schneller wieder hochgeht. Runter, weitergehen, absinken lassen, weitermachen, absinken lassen. Das Ganze mit dem Rauf und Runner, da Rauf und Runner Spielchen kann man natürlich auch noch schöner machen. Gehen wir mal jetzt hier auf eine 30. Köder ist runtergesunken jetzt bis zum Grund. Nächstes Teil, Jigführung. Eine Umdrehung, plöpp. Grundberührung. Umdrehung, plöpp. Schon wieder Biss? Tatsache. Der Köder. Ich glaube, ich nehme mal gleich einen schlechter laufenden.
Also, runter sinken lassen. Zack. Grundberührung, der kommt sofort Jig. Eine Umdrehung. Zack. Der hüpft. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Schon wieder ein Biss. Ich nehme jetzt echt einen schlechter laufenden. Katastrophe, der Köder. Der ist viel zu fängig. Was ist denn mal schlecht? Keine Ahnung, sowas hier, ey. Hat irgendwie noch nie geklappt. So. Zack. Köder fällt runter. Eine Umdrehung. Manchmal geht auch nur eine halbe. Man sieht das vielleicht sogar im Wasser so ein bisschen. Zack. Hüpf und geht runter. Hüpf und geht runter. Es ist wirklich nur ein Anziehen, runterfallen. Anziehen, runterfallen. Und das ist quasi die Jig-Führung. Kann man auch relativ langsam machen. Aber auch da wiederum. Diese Vorgaben von allen, die sagen, ja, ihr müsst so und so. Immer wieder auch da die Geschwindigkeit abhängig von der Rolle, die ihr verwendet. Was habt ihr für eine Rolle? Mit welcher Rolle seid ihr da zu Gange? Wie ist die Übersetzung der Rolle? Ist hier eine halbe Umdrehung? Zieht ihr damit schon so viel Schnur ein wie ein anderer mit zwei Umdrehungen? Da hüpft er unten im Wasser. Zack, rauf und runter. Das ist die normale Jig-Führung mit dem Blinker. Und wenn das am Ende nicht mehr, wenn er dann so ein bisschen durchbommelt, geht das schlechter. Jig-Führung in fließenden Gewässern deutlich schwieriger. Jig-Führung in solchen Gewässern auch schwierig. Wenn ihr hier steht und ihr wollt hier, okay, so weit kommt man fast gar nicht, aber ihr wollt hier lang jiggen, habt ihr hier, ich sag mal, ein mitteltiefes Gewässer, dann Jig, funktioniert und funktioniert nicht mehr. Der Jig fällt auf einmal runter, noch viel tiefer. In der Zwischenzeit hört diese Jig-Führung auf. Mist. Dann jiggt das hier, dann jiggt es hier, dann jiggt da hier, dann jiggt da hier. Dann macht der Jig, kommt gegen die Kante, Führung wieder kaputt. Dann jiggt er hier zweimal, nächste Kante, Führung wieder kaputt. Das heißt, in dem Bereich kommt ihr ständig aus der Jig-Führung raus, macht keinen Spaß mit der Jig-Führung. Also wenn durchjiggen, dann hier lang oder so, wo hier immer die gleiche Tiefe ist. Das macht halt eher Sinn. Also immer in dem Bereich, wo man eine Tiefe, eine gleichbleibende Tiefe hat. Es gibt auch zwischendurch mal irgendwelche Steine oder Felsen irgendwie so im Wasser noch drin. Wenn man dagegen kommt, zack, Jig-Führung hört sofort auf. Das war's dann sofort. Also auch da dann halt drauf aufpassen, wenn ihr jiggen wollt. Wie gesagt, im Idealfall in der gleichen Gewässertiefe, dann lübt das auch. So, was haben wir denn noch? Haben wir noch was mit dem Blinker? Ja, also das eine ist halt das Durchziehen. Dann durchziehen und locker lassen. Wie gesagt, auch hier, wenn ich hier, gehen wir mal an eine Stelle, ne, gehen wir da vorne hin. Klassische Stelle fürs Spinning von Land hier. Das ist ja hier an der Zunge, an der Landzunge, an der Spitze. So, wenn man dann hier ins 10 Meter Loch reinwirft. Mal sogar hier so eher hin, jawohl. Maximal raus. Jawohl, dann fliegt er auch schön weit. Hier geht er jetzt natürlich weit runter. Man kann jetzt hier auch schön durchjiggen. Sehr gut auch für die für den Bachsaibling hier. Das heißt, zack, oder für die Quappen. Man sieht das auch, wie steil die Schnur runtergeht. Sehr tief bis nach unten. Das heißt, hier müsste jetzt das Jiggen gleich einfach stehen. Vielleicht reicht hier auch schon eine halbe Umdrehung. Ich bin relativ, oh, bei einer 30, okay. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Dann halt andere Möglichkeiten nutzen, dann durchziehen zum Beispiel. Aber das ist hier schon wieder schlecht, ne? Also wirklich
wirklich ein bisschen schlecht, weil er jetzt hier quasi, der Köder kommt aus dem Loch, aus dieser tiefen 10 Meter Rinne. Er steuert quasi die ganze Zeit gegen die Mauer. Nicht ideal. Wirklich nicht ideal. Genau, jetzt hakt das hier auch schon so ein bisschen. Aber mit den Jig-Montagen kann man da ganz gut durchjiggen. Genau, jetzt kommt hier die Jig-Führung. Das andere ist halt, wie gesagt, einfach das Durchziehen. Absinken lassen ein bisschen. Durchziehen. Absinken lassen. Die Stop-and-Go-Führung. Beziehungsweise hier genau in die Richtung mache ich das manchmal. Durchziehen. Eine ganze Weile durchziehen und dann wirklich dieses zack, ganz locker lassen. Lassen wir ihn nochmal eben los. Da geht er tatsächlich auf diesen ollen Köder was mal rein. Ey. Bestimmt ein Barsch wieder, oder? Ach, guck mal. Kleiner Saibling, ey. Krass. Also, maximal raus, durchziehen und dann ganz locker lassen. Und der Köder stürzt in die Tiefe. Und dann wieder durchziehen. Das mache ich in der Regel, ja, so 25 plus. Auf jeden Fall bei einer etwas schnelleren Bewegung, weil man ja will, dass der durch das schnellere Einziehen der Köder schnell wieder auch nach oben kommt. Da im Dunkeln hat man gerade noch gesehen, wie er runterstürzt. Und dann wieder hoch. Funktioniert für Hechte, funktioniert manchmal auch so für Koorski und sowas, dass sie dann wirklich, oder einfach ganz generell auch hier am Koori, dass die einfach hinterher stürzen, die Fische. Wenn dann einer reinrasselt, ich hatte jetzt gerade die Bremse auch nochmal weiter runter gemacht, gerade hier, ruhig die mal so ein bisschen ziehen lassen, die stürzen sich gerne direkt in die Tiefe, die Fische, ruhig ein bisschen ziehen lassen, dann vielleicht nochmal bam, den Anschlag setzen, Steuerung, rechte Maustaste und dann einkurbeln, dann verringert man auch nochmal ein bisschen die Ausschlitzchance. Genau. Blinker. Ja, das war es im Großen und Ganzen zu den Blinkern. Blinker, wie gesagt, an fließenden Gewässern eigentlich genau das gleiche Verhalten. Man muss halt, je nachdem, ob man mit der Strömung oder gegen die Strömung hantiert, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten rumarbeiten. Aber im Großen und Ganzen klappt das da dann auch. Manchmal ist der Blinker zu leicht. Wenn er zu leicht ist in der Strömung, dann kommt er nicht schnell genug wieder runter. Das kommt aber, es zählt aber für alle Jig-Montagen, wenn diese Jig-Führung nicht gleichmäßig funktioniert und der nicht runterkommt, sondern nach dem Loslassen so rumtrudelt durch die Strömung, dann kommt diese Jig-Führung nicht zustande und dann wird man immer wieder rauskommen aus der Jig-Führung oder halt gar nicht erst rein. Das muss halt richtig runtergehen, zack, und dann hat man auch den Jig. Ich glaube, das war das Wichtigste zum Blinkern. Damit haben wir das Blinkern durch und kommen als nächstes zu der klassischen Jig-Führung. Gehen wir mal eben hier drauf. Das wäre jetzt hier die Jig-Montage. Auch hier gehen wir mal mit einem, ach, viel zu dick, mit einem Fluoro-Jig-Kopf. Das hier sind die Jig-Köpfe. Hatte ich ja auch auf dem kleinen Account jetzt anfangs schon verwendet. An der Festung mit einem Vierer-Jig-Kopf. Und was hat da gut funktioniert? Hier, der hier. Das war die schöne Ideal-Kombo. Funktioniert übrigens immer noch auf Hecht an der alten Festung. Natürlich hier dann mit dem Stahlvorfach und dann Vierer Haken und den Gummi drauf, den Twister 70002. Hier auch ein bisschen drauf achten, wie das Gewicht natürlich ist, dass das Gewicht immer zur Route passt. Hier ist halt das Gewicht drin. Hier sieht man das, hier oben im Kopf ist das Gewicht drin.
und bei den Ködern drauf achten, auf was kann man die verwenden, auf welchen Haken kann man die verwenden. Und der Haken ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Steuerung, was man für Fische bekommt. Wenn man jetzt so einfach durchjiggt, kann man natürlich auch durchaus mal einen Wels dran haben oder solche Späße, wenn man vielleicht eigentlich gerade mal auf Barsch aus ist. Also wenn man auf Barsch aus ist, würde hier vielleicht noch ein Sechserhaken reichen. Wenn man jetzt eher auf Wels aus ist, würde ich dann, hier steht es dran, maximal halt einen 3-0er-Haken, da dann vielleicht eher den großen Haken nehmen und dann den gleichen Gummi verwenden. Also hier kann man dann eben auch gucken, über den Haken so ein bisschen steuern oder versuchen zu steuern, welche Art von Fisch da eher reingeht. Wobei das äußerst schwierig ist. Jeder kennt, glaube ich, den winzigen Kaulbarsch auf dem 4-0er-Haken, auf dem Tauwurm. Ja, es geht halt immer mal auch irgendwas viel zu Kleines mit dran. Oder halt andersrum, ne? Aber so ein bisschen kann man es halt versuchen, darüber zu steuern. Genauso auch die Art der Köder, da am besten mal in die Rekorde reingucken. Gerne natürlich auch in die Ultra-Light-Rekorde, was da verwendet wird. Und welche Art von Ködern hier, die funktionieren auch immer wieder ganz gut. Welche Art von Köder dann für welchen Fisch verwendet wird. Hier seht ihr schon, die brauchen alle etwas größere Haken. Jetzt habe ich gerade nur den Viererhaken drauf. Das heißt, die wären hier alle zu groß für den Viererhaken. Ja, aber letzten Endes ist es beim Jiggen halt ganz genauso wie jetzt gerade mit dem Blinker. Das heißt, man wirft aus. Man hat hier seine Einholgeschwindigkeit. Auch da variieren einfach. Für euch die Einholgeschwindigkeit raussuchen, die funktioniert. Und zwar die hier unten funktioniert mit der Jigführung. Eine Umdrehung, zweite Umdrehung und dann sollte hier die Jigführung stehen. Wenn das nicht funktioniert, vielleicht schneller einkurbeln. Wenn ihr das langsam machen wollt, auch das einfach mal testen. Langsam heißt eine halbe Umdrehung vielleicht nur. Das sind dann deutlich kleinere Hüpfer. Auch da kann dann die Jigführung stehen natürlich. Oder ihr sagt, nee, ich versuche das vielleicht sogar ganz langsam von der Führung an sich. Das heißt, nochmal auswerfen hier. Ich mache mal hier jetzt vielleicht sogar nur eine 12. Aber auch das und nur eine halbe Umdrehung. Das sind jetzt ganz langsame. Da ist es schon die Jigführung. Ganz langsame kleine Hüpfer nur über den Grund. Bisschen Pause tatsächlich auch, gar kein Stress damit. Zack. Und für euch innerlich, also ich zähle so ein bisschen im Kopf immer so 21, 22. Irgendwann hat man das einfach drauf, die Zeit. Und dann jiggt man das einfach so locker durch. Oder man hat irgendwie geile Musik im Hintergrund. Ihr wisst ja, warum ich jetzt die Musik immer im Hintergrund habe mit den harten Beats im Stream. Dann kann man einfach entspannt jiggen. Jeden dritten Takt, jeden zweiten Takt oder jeden Bäm. Zack. Und das ist dann halt das entspannte Jiggen. Und auch das geht mit den verschiedensten Gummis für die verschiedensten Fische. Keine Hexerei. Das ist so, ich sag mal, mit das entspannteste. Einfach kleine Umdrehung machen, halbe Umdrehung machen. Ganz wichtiges Angeln übrigens für einen Ladoga. Klotzsaibling, Seesaibling, Bachsaibling, ganz wichtig. Der Rode. Aber auch fürs Zanderangeln, ne? Zander geht da auch drauf. Und jetzt seht ihr hier zum Beispiel, wenn ich jetzt jigge, jetzt braucht er so ewig lange. Der kam gar nicht runter. Und schon hört natürlich die Jigführung auf. Der kam halt nicht wieder auf den Grund. Dann war halt schon wieder vorbei. Ja, zum Jiggen. Wie gesagt, das Wichtigste. Geschwindigkeit macht den Jig. Auch da gleiches, wie es beim
Jiggen mit dem Blinker ist. Jigführung hört auf, wenn ihr irgendwo gegenstoßt oder wenn ihr tiefer runterfallt, dann hört halt die Jigführung auf. Jigführung hört aber auch sofort auf, wenn ein Fisch da ist. Das heißt, sobald unten bei mir hier dieser Text weg ist, drücke ich immer R und teste, ob da ein Fisch dran ist, weil man das auch nicht immer direkt mitbekommt. Aber sobald quasi die Jigführung weg ist, man zieht hier ein paar Mal durch, auf einmal ist die Jigführung weg, teste ich sofort an, kommt da die Fehlermeldung auf der R-Taste und wenn ja, sofort zack, anschlagen, reinziehen den Brocken. Jawolski. Ja, das ist das Jiggen mit der Jigführung. Und das gleiche macht man dann auch mit zum Beispiel Carolina Rig, Dropshot, Kickback. Das sind die ganzen Jigführungen. Und da gibt es kaum einen Unterschied. Was man natürlich vielleicht noch machen kann bei all diesen Montagen, man kann auch mal, das habe ich auch schon ein paar Mal probiert, erfolgreich probiert, so, gerade auch speziell mit diesem Köder, auswerfen. Funktioniert an der Sura zum Beispiel auf, wie heißt der? Der Zander. Der Steinschill. Und zwar einfach Einholgeschwindigkeit 5 zum Beispiel. Och, geht schon wieder was rein hier. Ja! Irgendwas erfolgreich gefangen. Guter Köder. Einfach nur Einholgeschwindigkeit 5. Oder je nachdem, wie weit man draußen ist, ganz langsam durchziehen. Auswerfen und dann ist natürlich das automatische Einkurbeln wieder praktisch. Einfach auswerfen, Schlückchen Kaffee zwischendurch. Und dann geht zwischendurch noch der Steinschill rein. Mit der passenden Montage natürlich. Ne? Eher was Kleineres, was Zarteres. Und aber auch das nochmal eine Möglichkeit hier mit den Gummifischen. Oder nochmal eine andere Möglichkeit wäre auf dem Boot einfach rauswerfen, treiben lassen. Also die Sura einfach runtertreiben lassen mit ausgeworfenen Gummifischen. Kann natürlich auch gerne mal ein Wels dran gehen. Aufpasse. So, aber ich glaube, jetzt haben wir die Gummis durch. Zu all den Themen, wenn Fragen sind, reinschreiben oder noch besser, reinschreiben in den Twitch-Chat. Während ich live bin auf Twitch, in der Regel montags, mittwochs und freitags auf Twitch und dazwischen auch, allerdings nicht mit Angeln, aber auch einfach, wie gesagt, im Live-Chat einfach mal nachfragen. Da kann man viel schneller auch drauf eingehen und die richtigen Fragen vielleicht besser stellen und zumindest auch die besseren Antworten kriegen. Ja, kommen wir zur nächsten Montageart. Das heißt, wir haben jetzt beim Spinfischen die Spinner durch, wir haben die Blinker durch, wir haben das Jiggen im Großen durch. Kommen wir zu den Topwatern. Topwatern, das wird auch nochmal wichtig. Oder sollen wir erst die Hardbaits? Wobei in Anbetracht der Uhrzeit würde ich sagen, gehen wir erstmal auf die Topwater. Da hatte ich jetzt hier noch meine Medium-Light-Route. Da packen wir jetzt noch mal einen medium-großen Topwater drauf. Da kommen sie so langsam. Nehmen wir auch mal einen hier von den selbstgemachten. So, benutzen. Also, Topwater. Name ist Programm. Das Dingen. Ist jetzt hier fast im Weg, genau, ist an der Wasseroberfläche, guckt da so halb raus und bewegt sich halt an der Oberfläche und bewegt sich in so kleinen Hopsern. Wie man jetzt diese Hopser herstellt, bleibt einem überlassen. Aber wichtig ist, dass er hopst, ob man jetzt das mit schnellen Einkurbeln macht
dass man den so ein bisschen irgendwie ins Hopsen bringt. Oder ob man das macht mit dann aber eher ganz langsam, sagen wir mal hier so auf eine 10. Man zieht und macht dann hier diese kleinen Bewegungen. Auch da gucken, wenn man jetzt hier so im rechten Winkel ist und macht dann so eine Bewegung, ist die natürlich viel doller, als wenn man so flach im Winkel ist. So, und macht dann so eine kleine Bewegung. Das ist natürlich wesentlich entspannter vielleicht und zieht auch mehr gerade, also gerade durch eher. Das muss halt eine schöne, da kommt schon was an, eine schöne runde Bewegung werden, das Ganze. Das heißt, auswerfen, dann auch hier bei dem Topwater einfach ein bisschen drauf achten. Schnur wird locker, Schnur wird stramm. Zack, immer so dieses lockere Durchziehen. Unten steht auch das Gieren. Dann ist alles richtig gemacht. Ruhig einfach mal langsam anfangen. Schön langsam durchgieren. Ich bin jetzt hier, wie gesagt, bei einer Einholgeschwindigkeit von einer 10. Wenn ihr eine kleinere Rolle habt, vielleicht auch mal eine 15. Zack, da geht schon der nächste ran. Kam da hinten gerade aus dem Schatten so hochgeschossen. Topwater macht richtig Bock. Das ist jetzt hier ein ganz kleiner. Macht halt richtig Bock fürs Hechtangeln. Und dann zieht man den so schön gerade durch. Wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, der steht zu lange, dann vielleicht einfach mal ein bisschen schneller machen. So, dann zieht er sich so schön durch. Was ich immer nicht so gut finde, ist, wenn man so zieht und dann hat man so viel Schnur und der eiert dann so ein bisschen so links, rechts, so bäm, und dann liegt er irgendwie so quer. Finde ich immer nicht so schön. Der sollte vielleicht doch eher immer in eine Richtung gucken, der Köder, und nicht so kreuz und quer durch die Gegend. Dann ist das vielleicht so ein bisschen zu schnell oder zu langsam oder zu doll rangezogen. Wenn er hier so kommt, da kommt noch was an. Bäm! Oha! 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 Der hat sogar Schmackesalgen. Uff. Ich sag ja, Topwater ist so geil für Hecht. Bester Brocken, Alter. Bester Brocken. Hecht macht einfach immer wieder Bock. Und das auf so einem kleinen Topwater, ey. Topwater angeln, sensationell. Auch hier nochmal eine andere Möglichkeit. Man kann natürlich sagen, okay, man zieht hier einfach mal durch. Vielleicht ein bisschen schneller. Machen wir mal so eine 25. Kann man natürlich auch machen. Und dann einfach immer zwischendurch ein bisschen warten, ne? Aber im Großen und Ganzen ist das Wichtigste, das meiste ist halt beim Topwater wirklich dieses Gieren. Immer dieses kleine Anschlagen mit der rechten Maustaste. Und dann einfach wieder abwarten. Aber auch das, wie gesagt, hier geht ganz gut. Es gibt Topwater-Köder, die nur bei der Bewegung oben schwimmen. Und sobald man so loslässt, fallen die runter. Die sind natürlich dann fürs Absinken dann ganz interessant. Ich gucke gerade mal, wo wir die haben hier. Die ganze Reihe hier, die lohnt sich übrigens auch. Auric Poppers, gute Geschichte. Hopper, immer wieder ganz gut, auch für Rapfen. Sind immer wieder dabei. Die hier, Angry Walker zum Beispiel, das sind welche mit einem S davor, das heißt, die sinken. Und das heißt, wenn wir den hier rauswerfen, geht der relativ langsam runter. Und sobald man den halt zieht, geht er eben hier schon an der Oberfläche wieder lang, geht dann aber wieder runter, wenn man nichts macht. Und da muss man dann eben gucken, dass man auch hier die Aktion dann, also auch hier entweder einfach durchziehen und runtersinken lassen. Kann natürlich dann auch die Hechte wieder triggern, ne? Gerade in dieser Absinkphase. Dann denkt sich der Hecht, geil, Alter, der hat einen Herzinfarkt. Dann haben wir schon wieder Stop-and-Go-Führung.
den schnapp ich mir. Leichter Köder, leichtes Fressen. So, machen wir auch mal ein bisschen schneller. Oder auch hier einfach dann dieses Gieren, was halt normal ist für Topwater und dann später auch für die Jerks, für die Jerk-Montage, Jerk-Route. Oder dann zwischendurch mal gieren, ein bisschen absinken lassen. Und wieder durchziehen. Hecht übrigens tendenziell eher nur so bis 22, 23 Uhr. Ganz selten nochmal in der Stunde zwischen 23 und 0 Uhr. Aber wenn es halt dunkel ist, hört es in der Regel auf mit den Hechten. Übelst selten, wenn man da dann nochmal einen ranbekommt. Da ist halt eher ein bisschen Pause. Und dann morgens, sobald halt hell ist, 5, 6 Uhr herum, dann geht das wieder los mit den Hechten. Ja, das sind die Topwater. Gibt es noch was anderes? Eigentlich wäre jetzt nach den Topwatern, weil es halt so ähnlich ist, direkt die Jerk-Montage dran. Jerkbait ist in dem ganzen Spinning die letzte Montage. Es ist die teuerste Montage und gleichzeitig auch die Angelmontage, die die meisten XP bringt beim Angeln. Spirulino ist dann nochmal so eine etwas freakige Geschichte, können wir auch gleich nochmal reingucken. Aber das ist hier erstmal die Jerk. Bei der Jerk handelt es sich einfach um massiv große Köder für massiv große Fische. Theoretisch soll man damit auch atlantischen Lachs und sowas fangen. War mir bisher noch nicht vergönnt. Geschweige denn irgendwie kaspische Forelle oder sowas. Ich habe es allerdings auch noch nicht wirklich damit großartig versucht. Am Voltio habe ich es ein paar Mal versucht mit verschiedensten Ködern. No way auf Jerk. Aber es ging monatelang fantastisch für Hecht. Im Moment würde ich sagen, ja, es läuft oder soll noch laufen dieser Köder gerade. Auch da am Ladoga soll der gerade ganz gut funktionieren. Im Allgemeinen würde ich aber sagen, ist vielleicht gerade das Topwater-Angeln vielleicht noch die entspanntere Methode für Hecht. Oder einfach während des Schleppens am Volcho nebenbei einfach noch ein paar Hechte mitnehmen. Also Hecht in den Rekorden, ja wie gesagt, jetzt gerade zuletzt sehr viel mit diesem, auch da F, also Floating, schwimmender Köder, sehr gut mit dem Jerk gerade drinne. Aber in den letzten Wochen war Hecht eigentlich eher Beifang, viel an der Tunguska, viel halt nebenbei reingerasselt und ja, da wurden dann glaube ich die dicksten mitgefangen. Letzten Endes ist hier von der Bewegung für die Jerk-Route ist es ähnlich wie beim Topwater. Der Köder schwimmt an der Oberfläche, deswegen giert man ihn an der Oberfläche entlang. Zählt genau das gleiche wie für die Topwater, auf die Einholgeschwindigkeit achten. Man kann auch hier an der Oberfläche mal ein bisschen einkurbeln und ein bisschen stehen lassen. Auch das kann manchmal triggern. Das sind für mich immer die Bewegungsarten oder die Führungsarten, die ich auch immer teste mit den Ködern. Das heißt, ich teste verschiedene Farben mit Gieren, mit Einkurbeln, Stop and Go, mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Wenn das nicht funktioniert, zack, nächste Farbe. Und das gleiche Spielchen wieder von vorne. Dann gibt es natürlich auch hier die ja, verschiedene Größen, aber dann natürlich auch welche, die zum Beispiel absinken. Richtig großes Gerät hier. Platsch. Und das Ding zieht man dann auch eher durch. Und kann es dann so absinken lassen. Und auch da gibt es dann hier die Führung mit Zwischenstopp. Oder man geht hier in das Gieren über. Das geht dann natürlich auch. Wobei das Gieren
Für diese ganz schweren Köder, da muss man tatsächlich auch eine echt gute Jerkroute haben, die das aushält. Vielleicht sogar mit der Maus noch ein bisschen mit reingehen, dass man dann eine ordentliche Bewegung hinbekommt. Man kriegt diese riesengroßen Jerks kaum unter Wasser durchgezogen. Das Teil ist größer als eine, keine Ahnung, als ein Barsch. Naja, zumindest ein kleiner Barsch ist es. Also das Ding muss man erstmal unter Wasser bewegen können. Von daher braucht man da schon eine massive Rute für. So, das war das Topwatern und das Durchgieren. Haben wir das auch durch. Und dann kommen wir jetzt beim Spinfischen nach dem Topwatern und dem Jerkbaiten. Das ist halt sehr ähnlich. Kommen wir dann nochmal hier zum Vecky-Rig. Vecky-Rig, auch wieder was ganz Wunderbares. Bisschen ulkig. Nehmen wir mal diese Route hier. Nehmen wir mal ruhig die etwas dickere. Warum jetzt die etwas dickere? Die hat einfach hier ein Plus auf Vecky-Rig. Das nutzen wir einfach aus. Das heißt, wir gehen hier schön auf das Vecky-Rig. Kann man übrigens fantastisch auch hier wieder verwenden. Am Ladoga zum Beispiel. Auswerfen und so ein bisschen rauf und runter zuppeln damit. Aber gucken wir mal, was hier gleich funktioniert. Das sind die verschiedenen Haken für die Vecky-Würmer. In der Regel verwende ich halt so maximal so einen Sechserhaken. Ich gucke gerade mal, ich brauche einen, der ein bisschen mehr Gewicht hat. Vierer, 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 Sechser mit 5 Gramm ist, glaube ich, gerade mit das Schwerste. Halt mal hier mal kurz drauf. Genau. Warum den Sechser? Weil diese Würmer, diese Köder, wenn ihr also reingeht ins Vecky-Rig und ihr wollt euch den gesamten Satz Würmer vielleicht schon mal holen, das Wichtigste sind hier oben diese, die aussehen wie der normale Regenwurm sozusagen. Die 1 bis 9 von diesen normalen Nasty Worm. Das sind vielleicht erstmal so die wichtigsten. Genau. Damit anfangen und hier einfach mal drüber hovern übers Infofeld und da sieht man, der größte Haken hier ist der Sechser. So, das heißt, dementsprechend reicht auch da erstmal eine kleinere Kombi, je nachdem, was ihr da angeln wollt. Für wenn ihr kleine Fische auch haben wollt, fangt ihr halt mit kleineren Haken an. Aber dann halt den mittleren und noch einen Sechserhaken als größten sozusagen dazu. Und dann nimmt man hier so ein Würmchen, tüdelt das hier an den Haken dran. Und dann sieht das hier an der Spitze so aus. Uff. Das heißt, man hat vorne einfach nur diesen Strich da rumbommeln. Und das ist so der Gummiwurm sozusagen. Und dieser Gummiwurm, der muss halt sich im Wasser lebendig anfühlen. Der muss lebendig aussehen. Und damit das funktioniert, muss man ihn halt im Wasser so ein bisschen hin und her wiggeln und diggeln, wackeln und rumspacken. Das heißt, immer so mit der rechten Maustaste, wenn ihr euch vorstellt, ihr steht da jetzt schön am Ladoga, am flachen Wasser, vor euch der Horizont und das weite Nichts. Und dann haut ihr da einfach ganz hinten an den Posen, an den Bojen, haut ihr da einfach rein, lasst das Ding schön erstmal absinken. Zack, bis auf den Grund irgendwann. Und dann kurbelt ihr langsam ein, macht so zwischendurch mal so eine Bewegung, ein, zwei und wieder warten. Dann nochmal kurbeln, kleine Umdrehung, zack, kann auch langsam sein. Und dann wieder. Das wäre jetzt so für einen Ladoga, wäre das so eine Methode, einfach so ein bisschen entspannt Vecky-Wurm durch die Gegend zu führen. Jetzt hier ist es natürlich nicht so sexy, weil hier stehen wir viel zu nah am Ufer. Dementsprechend werfen wir das Ding erstmal weiter raus. Und dann auch hier machen wir mal nicht ganz so schnell. Ich glaube, so eine 15 ist schon mehr als genug.
Einfach so kleine Umdrehungen, so ein kleines Hüpfen über den Grund. Und einfach mal gucken, dass der so ein bisschen in Bewegung kommt. Andere Möglichkeit wäre hier mit dem, auch da wieder mit dem Wekiwurm, ganz kleine Einholgeschwindigkeit und einfach nur durchziehen. Das heißt, hier wieder maximal auswerfen. Automatisch einkurbeln, aber dann so ganz langsam. Das ist einfach so über den Grund schleift. Zack, da geht schon was rein. Und das ist der Idealfisch. Auch hier wieder kurz vor Trophy. Das ist der ultimative Fisch, beziehungsweise Wacky Rig eigentlich mit einer der wichtigsten Methoden auch, um Barsche zu fangen. Geiler 42 cm Barsch, schönes Gerät. Aber auch, das seht ihr dann, das ist halt auch eine Methode hauptsächlich fürs Angeln im Ultralight-Bereich. Da einfach mal reinschauen, wenn ihr da Bock drauf habt, auf Wacky Rig oder wenn ihr Spinfischen weiter skillen wollt, das heißt immer mit der höchsten Angelmethode weiter skillen, da hat man den meisten Effekt. Bei Ultralight reinschauen, womit angeln die ganzen Ultralight-Nerds? Mit welchen Würmern und auf welche Fische? Und dann das einfach abgucken und nachmachen. Klappt an ganz vielen Gewässern. Einfach ein bisschen rumprobieren. Letzten Endes von den Bewegungen tendenziell eher ein bisschen langsamer. Wobei man, ja, eigentlich muss man dem Wurm nur Leben einhauchen. Das heißt, man macht kleine Zuckbewegungen. Auch hier jetzt vielleicht so ein bisschen zapp, 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 zapp. Einfach nur ein bisschen einkurbeln. Bisschen warten. Zipp, zipp, zipp. Wieder ein bisschen liegen lassen. Das ist somit die unkonventionellste Art und Weise, oder das unregulierteste Angeln sozusagen, was man irgendwie machen kann. Mal linke Maustaste, rechte Maustaste. Immer mal wieder linke. Ist halt wichtig, dass man wieder ein bisschen Schnur einholt. Und dann wieder ein bisschen weiter rumzuppeln. Bisschen Schnur einholen. Wieder zack und da geht schon einer rein. Einfach nur ein bisschen rumzappeln. Zack. Seesaibling. Maßig. Abgefahren. Maßiger Seesaibling. Einfach nur durch hier ein bisschen rumspacken sozusagen. Mal ein bisschen links. Rechts zweimal. Einmal links. Eins, zwei, drei rechts. Wieder links. Mal in die andere Richtung. Mal ein bisschen gar nichts machen. Dann wieder einkurbeln. Also das ist tatsächlich das Ideale für alle, die nebenbei vielleicht noch irgendwie einen Stream gucken oder so und trotzdem ein bisschen was fangen wollen. Hoppala, schon wieder was dran. Oh ja, geil, nehmen wir mit. Wacky Rig, einfach geil, macht auch absolut Bock, weil es einfach so entspannt ist. Man kann halt nebenbei irgendwie noch was anderes machen. Und ja, guck mal hier, sogar gerade beim Rauswerfen sofort dran. Geil. Guck mal, Alan, wie random diese Fische sind. Das ist das Geile auch bei Wacky Rig. Es ist einfach die Methode, um ganz viele verschiedene Fische zu fangen. Also wirklich die verschiedensten Fische. Ganz, ganz wild. Was da alles drauf geht. Verschiedenste Größen aber auch, ne? Und das einfach nur auf diesen komischen Gummiwurm. Lockt wahnsinnig gut, ey. Macht einfach immer wieder Bock. Und dann gerade auch, wie gesagt, am Ladoga, da diese ganzen Maränen und Renken und was nicht alles, was da alles so rumkreucht und fleucht. Einfach alles mitnehmen. Oder auch an der Sura wieder. Einfach ausprobieren. Ja, viel kann man zum Wacky Rig so eigentlich gar nicht sagen. Ausprobieren, auch da wieder, wie bei allen Spin-Methoden,
die Geschwindigkeiten rum ausprobieren, die verschiedenen Farben natürlich ausprobieren und hauptsächlich, wie gesagt, diese Nasty Worm-Geschichten, das sind somit die gängigsten und die fängigsten. Und die anderen Methoden oder die anderen Würmer sind schon deutlich seltener. Das sind hier die kleinen mit 2,5 und die großen Stinky Stick mit 4,5. Man sieht es am Verschleiß, habe ich kaum verwendet. Kaum verwendet bisher. Und die anderen hier mehrfach schon durchgewetzt. Vor allem hier der Einser. Schöner Standard. Genau. So viel zum Vecchi-Rig. Gucken wir nochmal rein. Haben wir denn hier also langsam alles? Ich glaube, wir kommen noch zu zwei ganz wichtigen Sachen. Ich glaube, wir machen vielleicht tatsächlich nochmal erst die Spirulino und als nächstes und als letztes gehen wir dann ins Wobblern, wobei das Wobbel die Wobbeln mit den Hardbaits, mit den Wobblern echt noch, ich glaube, bei den meisten Leuten Schwierigkeiten macht. Gehen wir nochmal hier bei Spirulino rein. Spirulino gibt es mit Gummifisch und mit Wobbler. Spirulino ist quasi eine Methode, um gerade, wenn man mit einem sehr leichten Equipment unterwegs ist, hier nochmal zusätzliches Gewicht reinzubringen und zusätzlich ein bisschen Wurfgewicht oder sowas mit reinzubringen. Hier haben wir einen Floating, hier haben wir einen F dran stehen, hier haben wir ein SS dran stehen, das ist ein Slow sinkender und hier haben wir das normale S mit einem sinkenden. Wenn wir jetzt hier einen 10 Gramm sinkend nehmen, dann haben wir hier noch einen, machen wir mal hier so ein 9 Kilo Vorfach, 6er Haken und dann machen wir hier nochmal so ein. So. Jetzt haben wir hier einen Gummifisch am Spirulino. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Man hat da vorne so einen Bommel auch noch zusätzlich dran. Und dieser Bommel ist quasi der Spiro. Unten dann der Köder. Und damit kann man dann, oder damit könnten wir jetzt dann auch, machen wir es mal, habe ich überhaupt? Habe ich gar nicht. Doch hier, 3 Gramm, 2 Gramm hier, das ist noch besser. 2 Gramm, ja, das ist nochmal ein besseres Beispiel. Wir haben jetzt hier einen winzigen 2 Gramm Köder, den ich ohne Spiro mit der Route gar nicht auswerfen könnte. 7 Gramm Wurfgewicht. Ich will aber diesen winzig kleinen Köder sehr weit rauswerfen. Das ist der Vorteil vom Spiro. Ihr habt die Möglichkeit, einen winzigen Köder, der eurem Wurfgewicht von der Route überhaupt nicht entspricht, sehr weit rauszuwerfen. Zum Beispiel einen winzigen Köder, Anna Tunguska, sehr weit, zum Beispiel einen Spinner, sehr weit rauswerfen, um auf diesen Dryagin-Saibling zu gehen, oben an dem See. Übelst weit rauswerfen mit dem Spinner, so weit kommt man halt normalerweise eben nicht. Wäre eine Möglichkeit. Das heißt, wir haben jetzt hier den Spiro, können jetzt hier richtig schön einen 2-Gramm-Köder weit rauswerfen. Dadurch, dass das jetzt ein sinkender ist, ja, so richtig schnell sinkt er nicht, der braucht noch ein bisschen. Man muss sich damit tatsächlich ein bisschen beschäftigen. Spiro angeln, ich habe es tatsächlich nochmal geskillt. Wenn ich demnächst zurücksetze oder umskille, werde ich es nicht nochmal skillen. Ich werde es vielleicht zwischendurch mal verwenden, diese Montageart. Aber Skillpunkte werde ich da nicht nochmal reintun. Dafür verwende ich es viel zu selten. Zack, sogar schon Biss. Ist das der Hammer. Ja, aber auch das verwendet man dann nach Art des Spiros. Ja, Errungenschaft, glaube ich. Das glaube ich.
noch gar nicht verwendet bisher. Also auch hier, wie gesagt, man muss gucken, was macht der Spiro. Und ihr seht hier, der Spiro geht runter, aber relativ langsam. Und das ist ein sinkender. Das heißt, man muss hier wirklich gucken, wie verwendet man es. Man kann halt hier, guck mal, der Köder geht schneller rauf und runter. Wenn man dann einkurbelt und auch so ein bisschen jiggen versucht. Man jiggt quasi den Fisch mit, aber es ist immer so ein bisschen schwammig. Man hat halt immer dieses eine Gelenk hier dazwischen, was immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Aktion puffert. Das heißt, eigentlich bewegt man ja den Spiro und die Auswirkung wird halt weiter katapultiert, so ein bisschen auf das Anhängsel da unten dran. Funktioniert, finde ich, für mit den Schwimmenden und dafür müssen wir aber mal auf die andere gehen. Gehen wir auf die Kunstköder und nehmen hier den Schwimmenden mit zum Beispiel einem sehr kleinen Topwater. Damit funktioniert das viel besser und ist viel angenehmer. Das heißt, man hat hier jetzt den Topwater, kann den durchziehen. Weil er eben, es schwimmen halt beide oben, ne? Das ist jetzt so ein F-Spiro, der geht nicht unter. Und dementsprechend dann auch der Topwater nicht. Und man kann halt beides schön durchziehen, beziehungsweise, weil man ja diesen ganz kleinen Topwater nicht so weit rauswirft. Das ist ja insane weit. Aber mit dem Spiro, zack, schon bis auf diesen winzigen kleinen Fisch jetzt am A der Welt, am Mittelpunkt des Sees sozusagen, ganz weit rausgeworfen. Geht hier quasi jetzt, ja, mittendrin geht was rein. Sehr schön. Guck mal da. Eine Seewahn wieder, ey. Wild, oder? Wieder so eine winzige Seewahn auf einem kleinen gelben Topwater. Aber wie weit man damit rauskommt. Krass. Und das ist auch hier wieder ein Köder. 6 Gramm. Gerade hier unter dem Wurfgewicht. Mal deutlich langsamer machen jetzt hier. So eine 10. Und dann hier ganz langsam. Guck mal, ja doch, kommen wir auch ins Gieren rein. Wie halt der Topwater-Köder eben auch benutzt wird. Jetzt kommen wir auch schon wieder raus. Ich mache mal nochmal langsamer. Jawohl. Und dann kommen wir da wieder rein. Und schon wieder raus. Schwierig. Vielleicht doch schneller. Vielleicht ist es einfach schneller besser. Ja. Und wieder raus. Also gar nicht so einfach, das Ding zu führen. Wie gesagt, ich benutze es sehr selten, weil es mir ein bisschen zu schwammig ist. Immer dieses Gelenk noch dazwischen. Ich sehe es gerade auch an der Schnur. Ganz oben in der Ecke sehe ich gerade auch die Bewegung von dem Spiro so ein bisschen. Das heißt, mit jedem Schlag geht da so ein bisschen der Spiro nach unten, scheint mir das. Gucken wir uns das mal eben an. In der Nahaufnahme hier. Ohne Fisch. So, und jetzt schön langsam. Ne, der geht sogar hoch. Der geht sogar hoch mit jedem. Das heißt, man zieht, man zuppelt den so ein bisschen hoch. Also nicht angenehm. Ich finde es wirklich nicht angenehm. Wie gesagt, also deswegen nutze ich es auch einfach zu selten. Es fühlt sich für mich einfach nicht gut an. Nur, wenn ich halt wirklich mal sehr weit rauswerfen will. Und auch hier jetzt zum Beispiel, wir haben einen 2,2 Gramm Köder. Könnte ich mit der Route normalerweise gar nicht richtig auswerfen. Mit dem Spirulino jetzt nur halb ausgeworfen. Wunderbare Reichweite. Jetzt hier mit einem schwimmenden Spiro. Können wir den sogar ganz ordentlich durchziehen, den Spinner. Es könnte vielleicht sogar ein anderer Spiro noch sein, ja. Der ist jetzt so an der Oberfläche. Nehmen wir mal einen, der, so einen langsam sinkenden.
Genau, der geht jetzt langsam unter. Oder halt nicht so ganz. Aber auch da ist wieder so ein Knick mit drin. Das ist nicht... Nee, ich werd, glaube ich, auch echt kein Freund vom Spiro. Nochmal so einen sinkenden für einen Spinner. Das wäre jetzt ja für einen... Auch überhaupt nicht. Auch nicht. Ganz, ganz miese Übertragung quasi auf das Ding hinten dran. Also ich bin kein Fan davon. Wenn ihr Fan vom Spiro seid, schreibt es mal ruhig unten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche geilen Tipps und Tricks und den ultimativen sicken Move, Alter. Wie man hier mit dem Spiro rumhantiert. Ich finde es ein Stück weit überflüssig. Also eine nette, also schön, dass es mit dabei ist, weil es halt eben auch eine Angelmethode ist. Aber für mich nicht wirklich interessant. So, schnell weg damit. Und dann kommen wir jetzt zur wirklich wichtigen Angelmethode. Und das ist das Angeln mit dem Wobbler. Alter, macht das Wobbeln vielen Leuten Probleme. Probleme, Sorgen, Nöte, Frust und kein Bock mehr auf Wobbeln. Schade eigentlich. Ist gar nicht so schwierig. Wenn man jetzt so einen Wobbler hat, ist es beim Wobbler natürlich entscheidend, wie ist die Tauchtiefe. Wenn ihr mit einem Wobbler rumhantiert, es gibt im Shop sieht man das auch immer ganz schön, die ganzen Wobbler. Es gibt einfach diese verschiedenen Tauchtiefen. Das ist ganz entscheidend. Gerade jetzt zuletzt wurde das nochmal wieder gepatcht, dass die Köder auch noch hängen bleiben und nochmal eine Reaktion auslösen, sobald sie den Grund berühren. Das heißt, es ballert nochmal richtig rein. Es gibt einen Ruck in der Führung. Macht keinen Spaß, wenn das passiert. Krieg schon ganz trockenen Hals hier vom Labern. Übrigens, wenn dir das bisher geholfen hat, geile Sache wäre, Daumen da lassen und vielleicht noch den Kanal abonnieren für den Algorithmus und für mich. Dankeschön. Wobbeln, Alden. Mit dem Wobbler, wie gesagt, auf die Tauchtiefe achten. Wenn das Ding zu tief geht, ist das nicht gut. Ihr kommt aus der Führung raus. Wenn das Ding zu flach geht, ist es eigentlich wurscht, weil zu flach gibt es eigentlich nicht. Wenn ihr euch nicht so ganz sicher seid mit den Wobblern, welchen nimmt man und wie macht man das und so weiter, fangt vielleicht eher an mit denen, wo nicht das S wieder dabei steht, die sinkenden, sondern vielleicht eher die mit dem F. Floating, die schwimmenden Alten. Auswerfen und der Wobbler schwimmt oder steht zumindest so einigermaßen im Wasser. Und sobald man ihn... Alter, wie schnell das geht, ne? Guck mal, hier unten ist er schon. Vielleicht soll ich doch gleich nochmal einen anderen nehmen. Sobald man ihn dann bewegt, macht er diese Bewegung, zack, dass er nach unten, zack, und sofort steht das Twitchen hier. Zack. Und das jetzt nur, das war jetzt schon nur durch die Einholgeschwindigkeit. Zack. 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 Also, man kann twitchen auf verschiedenste Arten. In der Regel, wenn ich zum Beispiel am Belayer stehe, nehmen wir mal hier das Ultralight-Setup und ich stehe am Belayer und habe am Belayer dann einen kleinen, leichten Terminator drauf. Belayer Terminator, funktioniert übrigens der hellblaue hier zurzeit. Dann geht der von der Tauchtiefe gerade mal 50 cm tief. Und ich stehe am Belayer, werf den Köder aus und lass ihn so offen, wie ich jetzt gerade geworfen habe.
Also ich werfe maximal aus. Das Schöne ist, so ein Wobbler ist ein bisschen schwerer als ein leichter Spinner. Man kann ihn sogar ein bisschen weiter auswerfen und lass ihn erstmal treiben. Und während er so treibt, drücke ich entspannt die R-Taste und warte einfach nur noch darauf, dass der erste Biss schon reingeht. Das ist für mich das erste, speziell jetzt für den Belayer, die erste Anzeigemethode, funktioniert der Wobbler oder nicht. Wenn das bei einem am Anfang schon funktioniert, dann wird das spätestens, wenn man dann nächstes Mal rauswirft und es ist nicht sofort der Biss da, spätestens dann beim Reintwitschen, spätestens dann wird dann irgendwann der Biss kommen. Also das ist dann ein Köder, der wirklich funktioniert. Da kommt gerade der Fisch. Mahlzeit, Alter. Ich muss aufpassen hier. Hier gehen die Hechte rein, ey. Also. Was machen? Auswerfen. Das ist natürlich jetzt extrem weit gewesen, Alter. Auswerfen. Einholgeschwindigkeit runter. Vielleicht mal erstmal mit einer 10, mit einer 15, je nachdem, was ihr für eine Rolle habt. Und dann ist das die Schnur jetzt straff. Und sobald die straff ist, rechte Maustaste. Schnur ist locker, kurbeln, rechte Maustaste. Schnur ist locker, kurbeln, rechte Maustaste. Das ist die Bewegung. Zack, 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 zack. Und das ist eigentlich schon alles. Das geht, finde ich, am Belayer mit so einer 10 bis 15 ganz gut. Jetzt hier an dem Gewässer müsste ich gleich mal gucken. Ich würde es hier ein bisschen schneller machen. Aber letzten Endes, damit ihr die Bewegung eigentlich nur noch seht, ist das Wichtige. Und was passiert, ist auch hier eigentlich ähnlich wie bei der Jig-Führung. Das ist dieses Runterschießen, aber jetzt quasi umgedreht. Der steigt halt wieder hoch. Nicht wie beim Jig, dass er runterfällt, sondern quasi umgedreht. Also man zieht es runter, zack, und nicht hoch wie beim Jig. Und der Köder, gerade diese F, ne, die schwimmenden, die gehen halt langsam wieder hoch. So, und das ist halt der Trick dabei. Letzten Endes, ich mach mal jetzt hier, mal gucken mit meinem Setup. Letzten Endes geht es halt einfach nur darum, dass man das so ein bisschen durchzieht. Und immer wieder zack, 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 zack. Und der geht runter und der schießt so ein bisschen runter. Der Köder twitcht halt nach unten. Zack und zack. Und macht halt diese kleine Bewegung immer. Wenn das einfach partout nicht gehen will und ihr habt da eine vernünftige Rolle drauf, könnt ihr auch die Einholgeschwindigkeit, ich habe es in der Regel auf einer 40, drücke dann Shift und mache dann kurze Bewegung. Zack, Biss. Auch das funktioniert. Also einfach hier mit einer hohen Einholgeschwindigkeit plus Shift, also schnell, schnelles Einkurbeln, kurze Bewegung machen. Viertel oder halbe Umdrehung, je nachdem wie schnell eure Rolle ist. Zack. Und dann kommt auch da das Twitchen. Bisschen Pause machen, der Köder muss halt wieder aufsteigen. Das ist halt immer der Knackpunkt. Es ist viel einfacher mit einem Köder, der halt schnell wieder hochkommt. Einer der geilsten Köder, um das zu üben, und das kann man tatsächlich auch üben an der alten Festung, also ruhig jetzt auch im Low-Level-Bereich schon, Belayer, wie gesagt, hier mit dem Terminator, alte Festung mit dem Roundish, geile Serie, übelst geile, oh fuck. Viel zu schwer, das Gerät. Machen wir mal eben Wechsel hier. So. Auf die Medium-Light-Route. Für Ultralight leider schon zu schwer. Roundish. Super krasses Gerät.
Ich mache nur so eine ganz kleine Bewegung und der will schon richtig runter. Und wenn man mal twitchen würde jetzt mit der rechten Maustaste, man sieht ihn gar nicht mehr, so schnell schießt der runter. Ein irres Gerät. Bam, bam. Wie schnell der runter geht, aber auch wieder hoch geht. Bam. Also der geht halt massiv, wo ist er hin? Massiv schnell runter. Ein ganz irrer Köder und das triggert speziell, und den kann man hier halt, machen wir auch mal ein bisschen hier auf eine 40 wieder mit schnell, zack, und da sieht man ihn da hinten rauf und runter schießen. Den kann man ganz geil an der Festung, an so einem Grünzeug vorbeiziehen für Hechte. Einfach diese kleine Twitch-Bewegung, das ist jetzt nur mit schnellem Einkurbeln. Zack, da kommt schon ein kleiner Barsch erstmal hier. Jawohl. Oder wenn wir langsam unterwegs sind, machen wir eine 15. Vielleicht sogar noch langsamer. Es geht halt immer darum, dass er Zeit hat aufzusteigen. Schnur ist locker, er steigt auf. Schnur ist stramm, ziehen. Das ist das Wichtigste beim Twitchen, dass der Köder die Zeit hat, in diese Ruhephase zu kommen, um dann wieder getwitcht zu werden. Zack. 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 Das ist das A und O. Zapp, er steigt auf. Zapp, geht runter. Und sogar jetzt hier, bei diesem ganz langsamen. Ist doch ein Witz, oder? Ist doch ein Witz. Aber das ist halt, nennt man, ihr seht, das ist das A und O. Es geht nur um rauf und runter. Mehr nicht. Und er steigt wieder hoch. Zack, wie schnell der runter geht, ne? Nur mit ein bisschen Bewegung. Also roundish, geile Dinger, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Diese Wobbler brauchen neue Haken. Ich hatte da mal eine normal, hab den mal gewechselt, also vom, hier mein, der gelbe ist mein Liebster, hab den dann mal auf den grün gewechselt an der Festung. Alter, da war noch, leck mich fett, da waren noch die alten Standardhaken dran, Katastrophe, richtig mies. Ein kleinerer Hecht hat doppelt so viel Radau gemacht auf dem Actionbar. Mir wäre fast der Haken gebrochen. Also, das ist eigentlich das Wichtigste beim Twitchen. Funktioniert übrigens auch beim Schleppen. Hatte ich aber auch in einem anderen Video schon gezeigt. Wenn ihr beim Schleppen seid, ihr habt die dritte Route, also links und rechts steht schon eine Route. Die zieht ihr. Ihr habt die aktivste Route hier als drittes dann in der Hand. Dann einfach zwischendurch beim Schleppen mal eine schnellere Einholgeschwindigkeit und zwischendurch einfach mal nochmal, zack, nochmal ein bisschen reindrücken. Einfach mal ein bisschen Turbo, damit so das Twitchen auch nochmal reingeht. Funktioniert beim Schleppen super. Da muss es gar nicht so ganz schnell sein, weil ihr ja mit dem Boot auch noch unterwegs seid. Das ist das Wichtigste. Und ihr seht es auch hier unten jetzt gerade. Der Fisch geht immer wieder hoch. Man zieht ihn runter. Das ist das Geheimnis, mehr ist es nicht. Kein Stress damit. Zeit lassen, auftauchen lassen, runterziehen. Mehr nicht. Bei Strömung zum Teil schwieriger, aber bei Strömung ist es eigentlich immer ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz, ich mache es häufig am Belayer. Wie gesagt, das mit dem Terminator funktioniert super am Belayer zurzeit, der blaue. Da kommt schon wieder was an. Funktioniert. Einfach auswerfen, bisschen treiben lassen. Zwischendurch testen, beißt schon was an. Weil der Köder bewegt sich ja, er treibt ja weg. Man kennt es von dem, ich keine Ahnung, wie wurde das genannt, von dem Farming an der Tunguska mit den drei Routen. Wenn der Köder halt treibt, das funktioniert immer noch. Mit Terminator, mit schwimmenden Ködern funktioniert das halt immer noch. Der Köder treibt, man kann ihn treiben lassen, irgendwann kommt der Biss, anschlagen, zumachen und dann einkurbeln. Wenn der Biss halt zu lange nicht kommt, ich warte in der Regel vielleicht so 5 Sekunden und dann ziehe ich ihn aber auch rein. Und wenn beim Twitchen dann auch nichts kommt, gerade am Belayer, zack, wie bei allen Kunstködern, richtig
Farbe wechseln, Geschwindigkeit wechseln und so weiter. Immer wieder das Gleiche. Haben wir alles? Ich glaube, wir haben alles. Haben wir was vergessen? Nö. Nö, eigentlich nicht. Sollte ich was vergessen haben, einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, das war's im Großen und Ganzen. Das war jetzt sehr lang. Das war jetzt sehr lang. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Fragen sind, reinschreiben unten in die Kommentare. Wenn ihr Anregungen habt, gerne auch reinschreiben. Ansonsten gerne vorbeischauen auf Twitch. Montags, mittwochs und freitags im Livestream, in der Regel ab 21 Uhr. Ja, wie gesagt, für den maximalen Support nochmal einen Daumen da lassen fürs Video und den Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen und das hilft wahnsinnig. Petri, ihr Lieben, zieht raus die dicken Brocken. Und ich würde sagen, spinnen wir einfach mal ein bisschen weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.